Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Melnikowska, ich freue mich, dass Sie heute hier sind zu unserer 9. Peira-Matinee, der Peira-Matinee zur Ukraine-Krise. Ich freue mich, dass Frau Melnikowska sofort zusagte. Ich freue mich deshalb, weil sie eine ausgewiesene Wissenschaftlerin ist, die zu diesem Thema arbeitet. Aber nicht nur das, sie hat auch einen persönlichen Hintergrund. Sie lebt jetzt in Berlin, aber sie kommt aus der Ukraine. Also insofern jemand, der anders als wir Deutsche über das Thema natürlich noch mit einer ganz anderen Dimension reden kann. Frau Melnikowska studiert gegenwärtig an der FU Berlin. Sie hat vorher an anderen deutschen Hochschulen geforscht. Sie ist kurz vor dem Abschluss ihrer Promotion. Aber sie guckt nicht nur wissenschaftlich auf das Thema, was sozusagen aus der Situation der Ukraine werden kann, sondern sie ist auch Aktivistin. Sie engagiert sich in der ukrainischen Zivilgesellschaft. Und insofern, denke ich, können wir heute sehr facettenreich über das Thema reden. Die Ukraine befindet sich in der größten Staatskrise, im Grunde genommen ausgelöst durch die Maidan-Proteste und dem, was sich dann daraus entwickelt hat. Die Eskalationsstufe, die nach den Maidan-Protesten entstand, liegt in der Annexion der Krim durch Russland. Und Sie alle, dieser Kreis ist, denke ich, wohl informiert, weiß um die jüngsten Entwicklungen. Es gibt schwere Kampfhandlungen. Und insofern wissen wir, glaube ich, alle nicht, wo dieses Thema für die Menschen in der Ukraine, aber auch für uns in Europa enden wird. Es gibt natürlich deshalb auch in Deutschland zahlreiche Diskussionen zu diesem Thema. Es gibt die, wenn man so will, sozialdemokratische Fraktion, die versucht, dieses Thema aus ihrer Sicht mit dem Muster der Lösung in den Zeiten des geteilten Deutschlands zu lösen, also Wandel durch Annäherung. Es gibt für mich eine sehr andere Position, die von den Grünen vertreten wird. Ich will jetzt auch nicht darüber richten, wer gegenwärtig die bessere Position einnimmt. Ich weiß allerdings, solange die Waffen sprechen und wenn sie noch mehr sprechen als gegenwärtig, werden wir das Thema politisch nicht mehr einfangen können. Das wäre eine wirklich hochdramatische Lage. Jeder von Ihnen hat möglicherweise auch wahrgenommen, dass Gorbatschow, der den Fall der Mauer mit mehr oder weniger herbeigeführt hat, ja unlängst warnte vor dem sogenannten heißen Krieg, der dann nicht nur in der Ukraine stattfindet. Also wirklich eine tragische Situation vor dem Hintergrund, dass wir uns im letzten Jahr noch freuen konnten als Deutsche über den Fall der Mauer, aber nun auf eine Entwicklung sehen, wo man nicht weiß, wie können wir sozusagen den Geist, der aus der Flasche gekommen ist, wieder einfangen. Insofern meine erste Frage an Frau Melnikowska: Darf oder muss die Lage in der Ukraine noch schlimmer werden, um sie zu bessern? Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Lieber Herr Thiem, vielen Dank für die Vorstellung und diese einladende und einführende Worte. Ich komme auf Ihre Frage am Ende meiner Einleitung zu diesem Thema nochmal zurück. Aber wollte erst mal sagen, dass wir im Prinzip heute über vielfältige Facetten und Aspekte jener Ereignisse reden werden, die hierzulande meist Ukraine-Krise genannt werden. Ich werde
mit Ihnen insbesondere über die Ursachen dieser Krise und auch die Folgen dieser Krise sprechen. Und dann im Anschluss haben wir Möglichkeit, ausführlich auf die möglichen Lösungen dieser Krise oder Ausgangsszenarien dieser Krise diskutieren. Die Ukraine-Krise beschäftigt uns jetzt schon seit über einem Jahr und ich freue mich sehr, dass Sie davon nicht müde im Prinzip geworden sind und an diesem Sonntagmorgen Ihren, wie man sagt so in gutem Deutsch, Schweinehund überwindet haben und hier so dennoch für Sonntagmorgen zahlreich erschienen sind. In der Tat muss ich immer wieder, und so geht es auch meinen Kollegen Osteuropa-Experten, also müssen wir immer wieder feststellen, dass man über die Ukraine-Krise, was da im Inneren dieser Krise geschieht, aber auch über Umfeld dieser Krise hierzulande einige Informationen überhaupt nicht gesagt bekommt oder einfach ein verzerrtes Bild hat. Und das passiert, weil einige Medien, aber auch Politiker, sie immer wieder nach bestimmten geopolitischen Schemata und auch historischen Stereotypen und Klischees informieren. Also ist die Ukraine-Krise dann nach diesen Darstellungen ein geopolitisches Kampf um Macht und Interessen, Einflusssphären? Es geht dabei meist um russisch-amerikanisches Tauziehen. Europa wird dabei eine Vermittlerrolle zugeschrieben, bloß kein Eindruck erwecken, dass Europa, die EU und Deutschland eine Partei, ein Teil dieses Konfliktes sein könne. Und die Ukraine, ihr wird in diesem Bild ihre Subjektivität als unabhängige und souveräner Staat einfach abgesprochen. Sie sei ja tief gespaltenes Land mit einem unzurechnungsfähigen und gescheiterten Stadtstrukturen, mit immer wieder drohenden wirtschaftlichen Default, so dass man am Ende dieser Geschichte ein Bild bekommen könnte, die Ukraine sei ja kein Staat, nur ein Territorium vieler Völker, ein Teil von denen ja mal zurück zu ihrer historischen Mutterstadt Russland wolle. Und wenn die Ukraine ja nur ein Territorium ist, dann ganz pragmatisch gesagt, muss man doch die guten historischen Freundschaften, sichere Gasversorgung und auch wirtschaftliche Verflechtungen mit Russland nicht riskieren, indem man die Ukraine ja unterstützt. In der Wirklichkeit hat diese Ukraine-Krise viel weniger mit Geopolitik oder weit entfernter Geschichte zu tun. Es geht in dieser Krise um Gegenwart, um zeitgenössische Entwicklungen in der Ukraine, aber auch in Russland selber. Aber dennoch, die Folgen dieser Krise werden nicht an diesen regionalen und lokalen Grenzen halten. Von Folgen dieser Krise, wie sie ausgeht, sind alle Länder des postsowjetischen Raums betroffen und auch für die Zukunft Europas ist diese Krise wegweisend. Deshalb kann weder die EU noch Deutschland nicht abseits bleiben. Und ich schätze sehr, Herr Thiem, dass Sie mich als eine Politikwissenschaftlerin und Volkswirtin eingeladen haben, weil gerade diese zwei Wissenschaften sich primär mit Gegenwart und Zukunftsfragen beschäftigen. Und natürlich freue ich mich und danke Ihnen als Ukrainerin, dass Sie mich ja eingeladen haben und diese Matinee zur Ukraine-Krise veranstaltet haben, weil heute hat Pyra, denke ich, ihren Namen als Gesellschaft für politisches Wagnis verdient. Die Ukraine-Krise hat wie keine von außenpolitischen Fragen die deutsche Gesellschaft gespaltet. Und das ist ein wahres Wagnis, wenn man sich auf heiße Diskussionen zur Ukraine-Krise heutzutage hier im Lande einlässt. Die zwei öffentlichen Briefe, die in der Beschreibung dieser Matinee erwähnt wurden, ein Aufruf, Wiederkrieg in Europa,
nicht in unserem Namen, von mir als 60 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien und dann den Gegenaufruf von den über 100 Osteuropa-Experten, Friedenssicherung statt Expansionsbelohnung, sind eine Illustration dieser Spaltung. Und zuerst könnte man denken, dass bei diesen zwei Positionen ja sich um zwei unterschiedliche Meinungen einfach handelt. Aber diese anscheinend täuscht, weil in politischen Auseinandersetzungen zu egal welchen Fragen kann es durchaus unterschiedliche Meinungen, Bewertungen und Interpretationen geben. Aber diese Meinungen müssen auf tatsächlichen realen Ereignissen und auch Sachverhalten beruhen. Also soll eine Meinung muss Tatsachen begründet sein. Und wenn das nicht so sei, dann handelt es sich hier um keine Meinung, sondern schlicht und einfach um einen Irrtum. Und wenn solche irrtümliche Meinungen mit Absicht geschnürt werden und verbreitet werden, dann ist das nichts anderes als Desinformation und auch ja Propaganda. Es ist eine Herausforderung, aber auch eine überlebenswichtige Aufgabe für die demokratischen Gesellschaften, diesen Unterschied zu erkennen. Hannah Arendt, eine deutsche Vordenkerin und auch Politikwissenschaftlerin, hat 1963 in einem von ihren Essays mit Titel Wahrheit und Politik geschrieben, die demokratischen Gesellschaften, die an Meinungspluralität gewohnt sind, laufen die Gefahr, dass es sich für diese Gesellschaften den Unterschied zwischen tatsachenbegründeten Meinungen einerseits und Irrtum und Lüge andererseits verwischt. Nicht weniger schockierend hält Arendt die Resistenz der Menschen gegen die Wahrheit überhaupt, sobald sie nicht zu ihren Stereotypen, Weltvorstellungen oder auch kognitiven Mappen passt. Man bevorzugt dann Augen und Ohren von den unbequemen, unpassenden Wahrheiten einfach zu schließen. Nicht weniger hält und noch erschwerender kommt es dazu in postmodernen Gesellschaften, wie wir heute in Europa haben, dass diese Gesellschaften grundsätzlich den Unterschied zwischen Weiß und Schwarz, zwischen Opfer und Täter verwischen. Für die liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und die Schuld wird auf den beiden Seiten des Konflikts, also gleichgestellt, dann gesucht. Alle diese Gefahren kommen in Erscheinung bei der Diskussionen um die Ukraine-Krise. Und deshalb ist meine grundlegende Intention heute bei diesem Matinee, Sie ein bisschen, also Zeit reicht nicht aus, aber ein bisschen mit diesen Tatsachen zu versorgen und dann auch wissenschaftsbasierte Auswertungen präsentieren und dabei einige von diesen verbreiteten Irrtümern zu widerlegen. Und ich hoffe, dass Sie zumindest zum Teil, also ich bin da nicht so ambitioniert, aber Ihren verhärteten Stereotypen von diesen Stereotypen sich etwas befreien können. Schließlich ist auch Bayram-Matinieren dafür gedacht, dass man ein neues Denken und Handeln fördert. Und ich möchte dann bei diesen Sachverhalten ja mit einer grundlegenden Frage starten, nämlich, was ist diese Ukraine-Krise? Und es stellt sich heraus, dass Ukraine-Krise eigentlich ein kumulatives Schlagwort ist, dessen Bedeutung und Kontexte über das vergangene Jahr immer wieder erweitert wurden. So, dass es nun um mehrere Ereignisse die Rede ist, ja um mehrere Krise die Rede geht. Also ich habe vier gezählt, zu einem
die politische Legitimationskrise, dann Sicherheitskrise, die natürlich eine humanitäre Krise jetzt anschließt und dann auch nicht wegzudenken ist die wirtschaftliche Krise, die Ukraine durchlebt. Also vorerst handelte es sich um eine politische Legitimationskrise der Regierung Janukowitsch. Es startete am Abend von 21. November 2013, als dem Aufruf einen regimekritischen Journalisten folgend ein paar hunderte Demonstrierenden auf Kiewer Maidan protestierten. Und dieser Protest richtete sich vor allem damals gegen die Entscheidung von Präsident Janukowitsch, dieses Assoziierungsabkommen mit EU nicht zu unterschreiben. Als dieser friedliche Protest dann ein paar Tage später sehr gewaltig von der Sicherheitskräften, also von einer speziellen Einheit Berkut zusammengeschlagen wurde, breiteten sich diese Proteste aus. Nun ging es nicht mehr nur um dieses Assoziierungsabkommen, sondern um die Unbestrafung, also Straflosigkeit dieser Spezialeinheiten und deren unmäßige Verhalten gegenüber Jugendlichen und Studierenden, die da protestiert haben. Die Proteste waren sehr groß. Es wurde ein Proteststart im Zentrum des Kiews errichtet und bei den Sonntagskundgebungen sind bis zu 2 Millionen Menschen gekommen. Anstatt mit einer disziplinären Untersuchung darauf zu reagieren, hat die Regierung dann weitere Brutalität angeordnet und auch mit Repressionen geantwortet. Das hat dann Konflikt noch weiterhin ausgeweitet, insbesondere als am 16. Januar letztes Jahres auf dem Drang des Präsidenten vom Parlament sogenannte diktatorische Gesetze verabschiedet wurden. Diese haben Demonstrationsrecht weitgehend eingeschränkt und jeder, der auf Straße ging, zu Kriminellen gemacht, der oder die mit einer Strafe, Gefängnisstrafe bis zum 15 Jahren rechnen dürfte. Dem folgte massenhafte Verhaftungen. Die Verletzten, die ihre Schutz und medizinische Behandlung in den Krankenhäusern gesucht haben, wurde dann sofort im Empfang von Polizei genommen, in den nächtlichen Gerichtsverfahren zu den jahreslangen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Aktivisten, die sich unvorsichtiger mal von den Demonstrationen entfernt haben, wurden entführt, gefoltert und dann auch in den Kiewer Wälder tot aufgefunden oder auch nicht aufgefunden. Bis jetzt sind ca. 30 Personen von diesen Aktivisten spurlos verschwunden. Nun richteten sich die Proteste nicht mehr nur gegen diese Vorfälle, sondern es ging hier jetzt um Protest gegen das ganze System Janukowitsch, gegen seine kleptokratische und hochkorrumpierte Regierung. Für eine demokratische und freiheitliche Ukraine nach einem europäischen Vorbild. Also haben die Proteste über diese kurzen Wochen und paar Monate unterschiedliche Formen und auch Entwicklungsstadien durchgegangen. Die Krise löste sich Ende Februar. Am 21. Februar unter Vermittlung von 4 Außenministern, darunter Deutschlands und Russlands, hat Janukowitsch mit Anführer dann ein Abkommen unterschrieben. Nach diesem Abkommen könnte er im Präsidentschaftsamt bis zum Ende des Jahres 2014 bleiben. Im Gegenzug hat er dann zugestimmt, dass vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden und sie sollten dann frei und fair stattfinden und die Aktivisten, die dann verhaftet wurden, sollten freigelassen werden. Schon zu diesem Zeitpunkt war dieses Abkommen aber kaum tragbar, weil während der Verhandlungen und auch in den Stunden, nachdem das unterschrieben wurde, auf Kiewer Straßen geschossen wurde und ca. 100 Menschen, also Protestierenden, aber auch Soldaten und Polizisten, die sind alle Menschen, durch
schützen, also ihren Leben verloren haben. In der Nacht auf Samstag, also auf 22. Februar, überraschend für alle, flieh Janukowitsch aus dem Land. Es stellte sich dann im Nachhinein heraus, dass diese Flucht wochenlang vorbereitet und geplant war und auch durchgeführt wurde. Also war dieses Abkommen und Verhandlungen mit den Oppositionellen eigentlich ein Farce. Paar Tage später, am 24. Februar, hat dann das Parlament eine Resolution verabschiedet über die Selbstentfernung des Präsidenten der Ukraine aus dem Amt und vorgezogene Präsidentschaftswahlen in der Ukraine, die dann Ende Mai stattgefunden haben. Und, aber wichtig ist, dass diese Resolution ja indizierte einen parteienübergreifenden Konsens. Das wurde von den fast allen also Abgeordneten mit Ja-Stimmen zugestimmt, auch von der Abgeordneten der Partei der Regionen in Ja, der pro-präsidentielle Janukowitsch-Partei. Also war es eine gewisse Zeugung dafür, dass auch jetzt parteiübergreifend die Präsidenten und Amtszeiten von Janukowitsch vorbei sind und gewisserweise gleich diese Resolution und deren Verabschiedung einem Impeachment. Passen diese Proteste nun in Schemata eines faschistischen Putsches, wie sie von den russischen Regierung und russischen Medien bezeichnet werden? Also war das ein Regierungssturz durch eine Regime-Elite von Inneren? Nein, das sind diese Proteste durchaus nicht. Die Staatseliten und Organe waren bis zum letzten Janukowitsch treu geblieben. Und das ist kein Wunder, weil diese in den vorherigen Jahren der Präsidentschaft Janukowitsch von seinem Familienclan stark unter Kontrolle gebracht wurde. Und im Prinzip jede Sicherheits- und Finanzstrukturen in diesem Lande wurden von einem Mitglied von diesem Familienclan kontrolliert und direkt geführt. Diese Proteste waren von unten, von Gesellschaft getragen. Also es gab auch immer wieder soziologische Umfragen auf Maidan unter den Protestierenden. 80% von den Demonstranten kamen nach Kiew auf eigene Faust und waren in keine Partei oder zivilgesellschaftliche Organisation zuvor involviert. Auch die Anführer der Oppositionspartei waren keine Anführer dieser Maidan-Protestbewegung, wobei hier in Deutschland immer wieder das so präsentiert wurde. Maidan hat eine horizontale Struktur aufgebaut, so ähnlich wie viele europäische Sozialbewegungen heutzutage, wie Occupy-Bewegung zum Beispiel. Und es hat diese auch horizontale Führungsstrukturen geschafft, zum Beispiel einen Koordinationsrat. Eine weitere Legende, die wir immer wieder hören, die ja von russischer Regierung und russischen Medien immer wieder vorgebracht wird, dass die Maidan-Proteste, wie natürlich alle prodemokratischen Proteste in Osteuropa, wurden von dem Westen geschnürt. Also man beschwört eine Verschwörung von CIA, der Soros-Stiftung und anderen westlichen Agenten. Dass diese zweite Legende, ja, der erste Legende von einem faschistischen Putsch widerspricht, das macht für moderne Propaganda nichts aus. Sie will uns doch nicht in eine alternative Wahrheit überzeugen. Man möchte einfach viele, viele Meinungen, viele Versionen schaffen. Und das Ziel ist, dass die tatsächliche Wahrheit, also Tatsachen, sich in diesen vielen Versionen verlieren und einfach zu einer von vielen Versionen werden. Dass die Protestierenden dafür bezahlt wurden, ist nicht bewiesen. Das ist auch ein haltloser Vorwurf. Machen Sie eine kleine mathematische Kalkulation. Sagen wir, dass man pro eine Person einen Protestierenden 100 Hryvnia, umgerechnet 9 Cent, bezahlt hat. Und dann sagen wir, dass das durchschnittlich 20.000 Protestierenden waren und dann über 70 Tagen, dann kommt man schnell auf 12,6 Millionen Euro.
ja, das wäre zu schön einfach, wenn der Westen in so einer kurzen Zeit einfach mal so viele Gelder für Demokratieförderung gegeben hätte. In der Tat haben solche Organisationen wie USAID, politische Stiftungen in Deutschland, aber auch EU-Strukturen Demokratie für, in diesen osteuropäischen Ländern und auch in der Ukraine gefördert, aber deren Effektivität, also Impact in Demokratieförderung, ist ernüchternd. Also eine Politikwissenschaftlerin an der Universität Viadrina, Susan Worczyk, die sich ausführlich mit dieser Demokratieförderung auseinandersetzt, hat dann geschrieben, externe Demokratieförderung ist ein Projekt mit sehr ungewissem Ausgang. Die Unterstützung der prodemokratischen ukrainischen Zivilgesellschaft zeigt ein großes Neben- und Durcheinander von Akteuren, Ideen, Projekten, Strategien und Budgets, also alles in allem, viel Lärm um nichts. Also die Proteste weisen eine Charakteristika einer Revolution von unten auf und deren ideologische Ausrichtung kann nicht auf die Rechtsradikale reduziert werden. Also die Protestierenden auf dem Maidan, die dann weiterhin in allen Regionen sich ausgebreitet haben, haben alle gesellschaftlichen Schichten, die in der Ukraine präsent sind, wiedergegeben. Ja, es gab auch Rechtsradikale auf dem Maidan. Es gab da Pravi Sektor, aber deren Rolle war ja marginal. Zu diesem Zeitpunkt hat rechter Sektor nur ca. 200 Mitglieder gehabt. Also erinnern Sie sich, an den Sonntagstagen waren da 2 Millionen Menschen, die an den Straßen protestiert haben. Im Vergleich ist das eine misere Ziele. Und auch nicht diese Gruppe hat für die Radikalisierung dieser Proteste dann Verantwortung getragen. Also die Proteste waren auch nicht ethnisch, sie waren auch bilingual. Es wurde sowohl ukrainisch, aber auch russisch gesprochen. Es ging letztendlich, so sagen viele ukrainische Historiker und Soziologen, nicht um Identitäten bei diesen Protesten, sondern um die Werte, die heutzutage als europäische Werte bekannt sind, also Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht der Staatsmacht der Bürger gegenüber. Nicht umsonst haben die Ukrainer diese Revolution als Revolution der Würde genannt. Zweiter Aspekt, die zweite Krise ist natürlich Sicherheitskrise, die uns in diesen Tagen ja immer wieder beschäftigt. Zu einem handelt es sich um Krim-Annexion, wo Kreml-Regierung ja daran beharrt, dass das eine Sezession war und dass er nicht ein Teil des Territoriums des anderen Landes weggenommen hat, sondern schließlich an sich ein Territorium angenommen hat, nachdem ein Teilterritorium staatliche Unabhängigkeit ausgerufen hat und ein freies Referendum stattgefunden habe. Aber wäre dieser Vorgang mit Unabhängigkeitserklärung, mit Referendum ohne Russland und dessen Armee möglich? Nein. Die Fakten erzählen uns eine andere Geschichte, als das die Kreml-Regierung macht. Auf Krim wurde Macht gewaltig Ende Februar übernommen. Am 27. Februar wurde Krim-Parlament mit kleinen grünen Männchen besetzt. Heute wissen wir, dass das Soldaten der russischen Armee waren. Unter diesen freundlichen
Aufsicht haben die Abgeordneten vom Krim-Parlament dann einen kriminellen Pate bekannt unter dem Spitznamen Goblin und Anführer einer prorussischen Partei Russische Einheit, das gerade zum ersten Mal mit 4% im Krim-Parlament geschafft hat, zum Ministerpräsident gewählt. An diesem Tag hat auch Krim-Parlament eine Absichtserklärung abgegeben, nachdem tatsächlich ein Referendum stattfinden sollte Ende Mai und es sollte bei diesem Referendum um Erweiterung von dem Krim-Autonomie gehen, also nicht um irgendwelche Unabhängigkeitserklärung oder Anschluss an Russland, aber am nächsten Tag verabschiedet Duma zwei Gesetzentwürfe, eine über den Anschluss neuer Gebiete an Russland, der andere über eine Vereinfachung des Erhalts der russischen Staatsbürgerschaft für russischsprachige Bürger ausländischer Staaten. Und dann plötzlich, anstatt Mai, redet man über ein Referendum schon im März. Es wird am 11. März eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Am 16. März findet sogenannte Referendum statt. Und da stehen schon die Frage über Unabhängigkeit und Anschluss an Russland festgeschrieben. Und man stimmt ja auch rege zu. In einigen Städten verweist man sogar auf die Stimmenbeteiligung bis über 100%. Ja? Also Krim ist nun annektiert, geht es der Bevölkerung da gut? Nein. Es wurden immer wieder die Verstöße gegen Menschenrechte da gemeldet. Vorerst richteten sie sich gegen ukrainischen Aktivisten. Nun sind auch Krim-Tataren unter Druck. Täglich werden Leute entführt, gefoltert und dann auch tot aufgefunden oder auch nicht. Wer sich dann mehr über die Lage auf der Krim und diese Verletzungen der Menschenrechte informieren möchte, in Berlin gibt es ein hervorragendes Angebot, das von Gesellschaft für bedrohte Völker in Berlin zusammengestellt wird, monatlich, wo alle diese Fälle aufgelistet sind. Nun, zweiter Aspekt dieser Sicherheitskrise sind die Kämpfe im Osten der Ukraine und hier muss man berichtigen, dass es hier um keinen prorussischen Osten sich handelt oder keine prorussische Südosten. Die Kämpfe konzentrieren sich in kleineren Teilgebieten von Donetsker und Luhansker Regionen. Es gab in der Tat Versuche, die lokalen Staatsbehörden auch in anderen Großstädten östliche Regionen in der Ukraine übernehmen, aber da hat sich die lokale Bevölkerung mobilisiert gegen diese Übernahmen und im Prinzip dann sind diese Städte unter Kontrolle ukrainischer Staat geblieben. Eine traurige Geschichte dabei ist die Tragödie in Odessa bei diesen Auseinandersetzungen, als ca. 50 Personen ums Leben gekommen sind. Also konzentriert sich dieser Separatismus nur in diesem kleinen Gebiet, wo wir nun mit Donetsker Volksrepublik und auch Luganskar Volksrepublik zu tun haben. Man könnte sagen, könnte nicht die ukrainische Regierung vielleicht zuerst mit diesen Leuten reden und die Sache irgendwie friedlich lösen? Das hat die ukrainische Regierung versucht. Als Präsident Poroschenko Ende Mai gewählt wurde, Gesundheit, hat er als erstes damit angefangen, dass er einen sogenannten Friedensplan vorgeschlagen hat. Er hat eine einseitige Waffenstillstand erklärt, das von 21. bis 27. Juni gedauert hat. Er hat Amnestie allen diesen Separatisten versprochen, auch zugesagt, dass sie gewählte lokale
Exekutive und lokale Räte haben können. 25% des Einkommenssteuers dürften diese Region dann behalten. Plus, man hat denen sogar eine spezielle wirtschaftliche Sonderprogramm zugesagt mit Budget 1,5 Milliarden Euro, damit strukturelle Reformen in diesen Regionen durchgeführt werden und auch stärkere Rechte bei historischen Erinnerungen, kulturellen Traditionen und Sprachenpolitik hat man denen schon zugesagt. Aber Separatisten wollten wohl was anderes. Dann im Nachhinein, im Sommer, hat die ukrainische Militär eine Offensive gestartet und war damit ziemlich erfolgreich, konnte aus vielen Regionen, insbesondere aus Luganska Oblast, diese Separatisten ausdrängen, bis es Ende August von südöstlicher Seite, also ungefähr da, wo es heute Kämpfe um Mariupol gehen, wie nach Angaben von ukrainischer Regierung und auch NATO-Satelliten Bilder, ja, man kann glauben oder nicht, aber es wurde da eine neue Offensive gestartet, man sagt von den russischen Armeeeinheiten und die Sache wurde dann zum Misserfolg für die ukrainische Seite. Na gut, man sagt nun, ist das ein Bürgerkrieg? Präsident Putin hat in seinem Fernsehinterview für ARD gesagt, ich sage Ihnen ganz offen, es ist kein Geheimnis, die Menschen, die gegen die ukrainische Armee kämpfen, sagen, das sind unsere Dörfer, wir stammen von hier, hier wohnen unsere Familien, unsere Freunde und Verwandten. Wenn wir abziehen, kommen die nationalistischen Bataillone und bringen alle um. Wir ziehen nicht ab, dann müsstet schon ihr selbst uns umbringen. Aber wer sind diese Rebellen und die Anführer dieser sogenannten Volkswehr? Wenn man genau die Biografien dieser Leute studiert, und ich empfehle denen, die sich dafür interessieren, einen hervorragenden Aufsatz, das in der letzten Ausgaben von Zeitschrift Osteuropa erschienen ist, von russischen Wissenschaftler Nikolai Mitrochin zu studieren. Also er zeigt da sehr deutlich auf, dass diese Anführer hauptsächlich Staatsbürger Russland sind oder waren, haben in den sowjetischen oder der russländischen Armee gedient, teilweise dienen da immer noch und sind oft in Offizierrang sogar. Und sie stammen entweder gar nichts aus diesen Donbass-Regionen und sind nur ein paar Monate oder auch vielleicht ein Jahr zuvor dahin gezogen, oder aber kommen sie aus Donbass, aber haben schon lange Jahre in Russland gelebt und da eine militärische Ausbildung absolviert. Also sind da keine Ukrainer eigentlich, keine regionale Gebürtige, die da kämpfen und diese Separatisten anführen. Also werden sie von der Bevölkerung dann unterstützt? Das sind die Anführer, aber vielleicht die zivile Bevölkerung ist auch auf deren Seite. Nein, die Separatisten beklagen selbst, dass sie keine Unterstützung von der Zivilbevölkerung in diesem Region haben und deshalb man in Russland darauf Ansicht nehmen müsste und die mit russischen Freiwilligen oder auch Soldaten auf Urlaub in der Ukraine unterstützen müsste. Und dass die Zivilbevölkerung diese Separatisten da nicht unterstützt, ist nicht überraschend. Wenn Sie zum Beispiel den 7. Bericht des UN-Kommissars für Menschenrechte lesen, dann heißt es da, die bewaffneten Gruppierungen fahren fort, Menschen unrechtmäßig gefangen zu halten, Hinrichtungen ohne Urteil zu vollstrecken. Es wurde da eine Todesstrafe eingeführt, zu Zwangsarbeit zu zwingen, sexuelle Gewalt anzuwenden und persönlichen Besitz zu vernichten oder zu konfiszieren. Tausende Menschen gelten als vermisst, dauernd werden neue anonyme Gräber gefunden, aus denen die Leichen zur Identifizierung exhumiert werden.
Also die mangelnde Kriegsbereitschaft, das ja nach diesem Bericht verständlich sein sollte, wird dann durch russische Armeesoldaten kompensiert. Russische Armee kämpft ja nicht in der Ukraine, aber es werden immer wieder russische Soldaten, die in der Ukraine gefallen sind, in Russland begraben, wie man von den Listen der soldatischen Mutterorganisationen mittlerweile weiß. Also es sind etwa 4000 Soldaten, die auf diesen Listen geführt werden. Also es ist kein Bürgerkrieg, es ist ein unerklärter Krieg Russlands gegen seinen Nachbarn, das mit versteckten chimärischen Mitteln geführt wird. Das ist ein hybrider Krieg. Und an diesen Krieg knüpft natürlich auch in diesen kalten Zeiten humanitäre Katastrophe, weil insbesondere, also es ist Krieg und auch von den ukrainischen Seiten wird geschossen und gekämpft, sehr oft mit noch sowjetischen ungenaueren Waffen und es sterben leider Zivilisten, ja, durch Beschüsse auf den beiden Seiten verursacht. Da muss man erkennen. Und dann erschwerend kommt es noch dazu, dass in einigen Gebieten ja keine Hilfsorganisationen Zugang haben, insbesondere da, wo sie von Separatisten kontrolliert werden und die Leute jetzt in diesen Tagen da einfach von Kälte und Hunger sterben. Zu diesem Ganzen kommt ja noch erschwerend, dass die Ukraine eine von den schwierigsten Finanzkrisen in diesen Jahren durchlebt. Ich werde Sie jetzt nicht mit vielen Zahlen bombardieren, aber schon über mehrere Jahre geht Bruttoinlandsprodukt in der Ukraine zurück. Die Export, also in diesem Jahr war es um 15% minus. Gleiche gilt auch für die Exporte, Importe. Auf den Wohlstand der Bevölkerung hat das sich massiv ausgewirkt. Hryvnia, also unsere nationale Währung, hat im Vergleich zu Dollar und Euro in letztem Jahr mehr als die Hälfte ihren Wert verloren. Also die Situation ist da sehr schlecht und man ist in der Ukraine an die Unterstützung der internationalen Finanzorganisationen absolut angewiesen. Also wir haben viele Krisen, die sind eine nach einer, zum Teil auch parallel geschehen, aber es wäre falsch, hier aus dieser rein chronologische Konsequenz auf die Schlussfolgerung über die Kausalitäten, also über Ursachen dieser Krise zu ziehen. Die haben zum Teil unterschiedliche Ursachen. Zum Beispiel die Legitimationskrise von der Regierung Janukowitsch hat innere Ursachen in diesem Regime, das in der Ukraine während der Präsidentschaft Janukowitsch aufgebaut wurde, selber. Und die Ukrainer waren nicht wirklich so in diese Assoziierungsabkommen, Vorbereitungen und Verhandlungen involviert. Also keine von diesen, also ich sage nur wenige von diesen Protestierenden haben wirklich dieses Assoziierungsabkommen, das circa 1000 Seiten umfasst, gelesen. Es ging Ukraine auch nicht um diese außenpolitische Ausrichtung des Landes primär, sondern diese Assoziierungsabkommen, noch mehr die Europäische Union, wurde als eine gewisse externe Hebel zum Machtmonopol Janukowitsch gesehen, weil in den letzten Jahren hat man Janukowitsch sowohl Parlament, aber auch Gerichtswesen in der Ukraine absolut unter Kontrolle seiner Familie gebracht. Und es gab im Lande im Prinzip keine andere Staatsgewalt sozusagen. Auch die Medien und Journalisten wurden zunehmend verfolgt, die ihm widersprechen könnte. Also war für viele Ukrainer das einzige Hebel, die EU von außerhalb, die noch hier irgendetwas kontrollieren könnte und dieses Machtmonopol zumindest stören könnte. Oh. Gut. Gut. Also ich komme gleich dazu. Wirtschaftliche Krise natürlich, die letzten Jahre haben
von Janukowitschs Präsidentschaft haben die Lage erschwert. Es gab keine strukturellen Reformen. Er hat dreimal so viele staatliche Kredite aufgenommen, als es die ukrainische Regierung in 18 Jahren von Unabhängigkeit gemacht. Aber die strukturellen Probleme in der Ukraine, die nun in dieser wirtschaftlichen Krise zustande gekommen sind, sind nun deutlich geworden, heutzutage leider nicht ganz in unpassender Zeit. Warum dann Sicherheitskrise und warum vor allem Russland ja Interesse sein sollte, in einem Nachbarstaat einen Krieg, hybride Krieg anzuleiten? Dafür gibt Wissenschaft eine Erklärung. Russland gehört zu sogenannten modernen Autokratien, die ihre Stabilität und Herrschaftsanspruch auf drei Säulen aufbauen. Zu einem, das sind Repressionen. Damit muss man aber vorsichtig sein, weil zu harte Repressionen, wie wir bei den Protesten auf Maidan gesehen haben, können ganz gegenseitige Auswirkungen haben. Dann gibt es Kooptationssäule als zweite. Das heißt, dass man klientelistischen Beziehungen vor allem in der Elite aufbaut und dann dritte Legitimation. Und als es in Russland in den letzten Jahren ja gewiss an diese Kooptationssäule schwankte, weil eine wirtschaftliche Lage im Allgemeinen sehr ungünstig war, musste man etwas an diese Legitimationssäule schrauben. Und so passierte, dass man nun eine autokratische Herrschaft Putins durch externe Aggression und Diskreditierung der demokratischen Bewegung in der Nachbarstaat sichert. Demokratische Revolutionen sind für solche Regime ja sehr gefährlich, weil bei so einem sehr ähnlichen Völker wie Ukrainer und Russen, wie es vom Kreml immer wieder betont wird, ist das doch gefährlich, wenn demokratische Revolution im Nachbarstaat auf einmal erfolgreich wird. Und die Russen auch auf diese Idee kommen können, dass es sich lohnt, gegen Diktator oder Autokrat zu protestieren. Über Instrumente und Lösungen dieser Krisen kann man natürlich diskutieren und man muss es auch tun. Aber um zurück zu Hannah Arendt zu kommen, jede realistische Politik muss damit beginnen, dass die Tatsachenwahrheit anerkannt wird und dass man sich mit keinen Illusionen zufriedenstellt. Also die Ukraine-Krise ist tatsächlich eine Russland-Krise, die nicht zu einer Europa-Krise werden darf. Und deshalb sollen sich Europäer wachschüttern und zu europäischen Werten stehen an der Seite der Ukraine. Ich beende dann meine Einstimmung mit den Wörtern eines ukrainischen Schriftstellers, Andruchowitsch. Er sagte, in der Ukraine hat Europa gewonnen, aber es wird vielleicht in Europa selbst verlieren. Wenn Europa sich von sich selbst lossagt und sich durch eine Mauer von Unverständnis und Gleichgültigkeit von der Ukraine abschottet. Unser Land sollte vom Westen gerade jetzt ein Teil Mitteleuropas betrachtet werden, als ein Vorposten des Westens, der heute nicht nur die eigene Freiheit und seine europäische Zukunft verteidigt, sondern auch die westliche liberale Werte überhaupt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Melnikowska. Ich denke, Ihre Ausführungen werden hier aufgrund der Kenntnis einiger Menschen so sicherlich nicht akzeptiert werden. Das ist aber auch gut, dass wir darüber reden können. Ah, der Hund kommt. Möchte sich auch bedanken für die Ausführungen. Ich fasse mal aus meiner Sicht zusammen, was, glaube ich, das Problem von linksliberal orientierten Menschen, die nicht in der Ukraine leben, gegenwärtig ist. Dass die
westliche Politik, insbesondere durch das Vorgehen der USA, nicht nur bezogen auf die Ukraine, beschädigt ist. Natürlich wäre es schön, dass die Orientierung sich festmachen würde an der Pariser Charta zur Gründung der EU, die ja eine Folge war, also die Charta, als Reflex auf den Zweiten Weltkrieg. Um so etwas zu vermeiden, machte man sich auf, diese Werte festzuschreiben und zu sagen, wir können sozusagen die Wiederholung der Kriege des letzten Jahrhunderts nur dann vermeiden, wenn wir für alle Beteiligten in Europa eine Wertegemeinschaft aufbauen. Das war ein tolles Versprechen. Aus meiner Sicht ist es nicht gelebt worden und es wäre jetzt billig, den verantwortlichen Politikern einen Vorwurf zu machen, sondern Verantwortung übernehmen ja für sozusagen diese große historische Aufgabe nicht nur regierende Politiker, sondern eigentlich die Zivilgesellschaft. Die hat sich ebenso wenig um dieses Durchsetzen, um das Realisieren einer Wertegemeinschaft gekümmert. Also im Moment stehen wir, wenn ich das so richtig sehe, vor Trümmern, überall. In der Welt, außerhalb von Europa und auch in Europa und auch in Deutschland und erst recht natürlich bei Ihnen. Und vor diesem Hintergrund sind wir natürlich eben, wie gesagt, die, die sich gerne mit dieser Wertegemeinschaft verbunden sehen wollen und identifizieren, super vorsichtig auf Geschehnisse in ihrem Land. Nämlich die Frage ist ja, was Sie einfordern, sozusagen die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist berechtigt, aber nicht um den Preis eines Krieges. Und wenn es einfach wäre, sozusagen die Auseinandersetzung in der Ukraine, die verschiedene Ursachen haben, wie Sie es ja toll aufgefächert haben, nochmal zurückzudrehen auf Null sozusagen, auf Start, dann weiß man heute, dass man mit Russland sowie Europa und die USA umgegangen sind, in dieser Frage nicht umgehen darf. Wenn man das durchdacht hätte, wäre man da angekommen, wo man heute ist, dass die Waffen sprechen. Und jetzt vielleicht von mir die abschließende Frage. Sehen Sie denn überhaupt noch eine Möglichkeit, ohne Putin den Konflikt in den Griff zu kriegen? Na gut, natürlich. Erstmal muss ich sagen, dass Europa mit ihren Werten ja nicht in Trümmer liegt. Europa zieht und wirkt zumindest nach außen. Die europäischen Werte ziehen ja Ukraine an und haben ihren Ausdruck jetzt in der Ukraine bei diesen Maidan-Protesten gefunden. Also es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Natürlich, es gibt auch hier diverse Defizite, was Demokratie und auch Menschenrechte betrifft, aber das hindert doch nicht an dem Grundsatz, dass man an diesen Rechten festhalten soll. Ja? Und dann sagen wir, machen wir das gemeinsam, solidarisch, dass wir diese Rechte im inneren Europa, aber nach außen auch glaubwürdig verteidigen. Weil man muss auch sagen, dass nicht nur die Ukraine ja Teil dieses hybrides Krieg Russlands ist, sondern auch in Europa im Inneren sind einige rechtsradikalen und extrem linke Kräfte in Wirkung, die nachweislich von Kreml unterstützt werden. Und deren Ideale und Werte, für die sie kämpfen, ja weitgehend nicht demokratisch und Menschenrecht respektvoll sind. Also deshalb, ja, ich würde auch nochmal betonen, dass man sich mit der Ukraine solidarisieren müsste und auch vielleicht ein Beispiel hier
wie man vielleicht mit Rechtsradikalen umgeht, weil das muss man der Ukraine auch gut zuschreiben und das erwähnen, dass trotz dieser wirtschaftlichen Misslage, die viel, viel schwieriger ist als in Europa, trotz der kriegerischen Auseinandersetzungen haben die Rechtsradikale, durch russische Presse und Medien, die man ja in der Ukraine auch guckt, absolut Misere, Zustimmung bei allen Wahlen, also bei Präsidentschafts- und Parlamentswahlen gefunden haben. Also deren Zustimmung für die rechte Sektor und für die Partei Svoboda lag unter 2% und die beiden haben überhaupt nicht ins Parlament geschafft. Nun kann man ohne Putin dieses Konflikt lösen natürlich nicht, weil Russland ist nicht nur ein Vermittler, sondern ein Teil dieses Konfliktes, dass die Separatisten, genau gesagt, mit Waffen und auch mit Freiwilligen versorgt. In den letzten Tagen kann man die Beteiligung russischer Armee schon auch kaum verstecken. Ich habe gerade am Freitag auch im Tagesspiegel einen Bericht gesehen, Tagesschau, einen Bericht gesehen, wo die Bilder von Donetsker Flughafen gezeigt wurden und dann, also das ist wirklich beachtlich, wie Kameramann von ARD-Team es geschafft hat, auch die Soldaten, die russischen Soldaten da aufzunehmen und wenn, also es wurde keine Kommentare abgegeben, aber wer genau schaut, sieht da Hoheitsabzeichen von der russischen Armee. Also man muss die Sache lösen, man muss aber auch klar vor Augen halten, dass dieser Kampf ja keine geopolitische oder Maßstaben hat und Geopolitik hat hier nur zweirangige Bedeutung. Dieser hybride Krieg führt Russland, um eine eigene Herrschaft im Inneren des Landes zu legitimieren. Und deshalb, Sie erinnern sich an diese drei Säulen, also Repression, Kooptation und Legitimation. Man braucht gewöhnlich zwei Säulen, um eine autoritäre Herrschaft stabil zu halten. Also diese Kooptationssäule ist zurückgegangen, weil wirtschaftliche Beziehungen ja und die Lage in Russland nicht mehr so schön aussieht. Also vielleicht muss man zu einem an Sanktionen halten und jetzt nach diesen Angriffen auf südöstliche Stadt Mariupol diese Sanktionen auch verschärfen, damit man weiterhin glaubwürdig bleibt. Aber andererseits finde ich einen klugen Schritt von Frau Merkel, als sie jetzt im Davos ankündigte, eine gewisse wirtschaftliche Anreiz, dass vielleicht für diese Kooptationssäule, also die Elitennetzwerke, positiv sich auswirken kann, sodass man sagen kann, okay, es gibt so wirtschaftliche Anreize, die diese Legitimation durch externe Konfliktförderung ersetzen können. Und dann vielleicht braucht man diese Kosten, die mit dieser Aggression verbunden sind, nicht dann mehr so stark anzutreiben und dann sich eher auf Kooperation und Dialog einlässt. Es wäre schön, wenn der Vorschlag aufgegriffen wird. Ich frage mich nur, ob das mehr Propaganda war. Solche Politiker auf dieser Höhe, die könnten sich doch intern unterhalten und die Zustimmung einholen. Das sind unsere Probleme, die uns sozusagen die Solidarität zu schwer machen. Wie gesagt, der Vorschlag ist richtig, aber falsch platziert, sodass man weiß, so kann er jetzt nicht angenommen werden. Das sind doch ganz einfache Mechanismen. Warum werden wir in dem Sinne so entmündigt? Weil wir doch sehen, weshalb das so getan wird, wie es getan wird. Das entbehrt der Ehrlichkeit und damit auch der Wirksamkeit. Ja, auch heute darf natürlich hier diskutiert werden und muss diskutiert werden.
Die beiden Stühle ist ja schon demonstrieren. Die sind da, um diejenigen, die jetzt dann Fragen stellen wollen oder auch ein Statement abgeben wollen, hier natürlich vorn Platz nehmen können. Bitte. Es wäre schön, wenn sich diejenigen auch kurz dann mit Namen vorstellen. Ja, mein Name ist Mirko Brahmann, ich bin bei der Piratenpartei und beobachte dieses Thema auch schon sehr lange. Ich bin auch hier der Kameramann, aber macht ja nichts, man kann ja trotzdem Fragen stellen. Und was mich wirklich wundert in dieser ganzen Diskussion und deswegen auch, glaube ich auch, dass da noch viel mehr schief läuft, als wir uns überhaupt vorstellen können, sind die Atomkraftwerke in der Ukraine. Die werden praktisch nie erwähnt, die werden immer wieder vergessen. Ich weiß nicht, ob den Menschen bewusst ist, wie viele tausend Leben da dranhängen, wenn da solche, ich sag mal Mörsergranaten, ich kenne mich da gar nicht aus, diese Anlagen sozusagen beschädigen. Ja? Und es ist ja auch nicht nur so, dass da Kriegsgerät immer wieder hingeliefert wird, auch vom Westen, wie man mittlerweile weiß. Heute stand zum Beispiel drin, dass da auch amerikanische Söldner ihr Unwesen treiben. Auch das wird immer wieder nicht erwähnt. Wundert mich alles schon sehr. Und vor allen Dingen die Atomkraftwerke, die müsste man eigentlich permanent erwähnen, weil ich glaube, dieses Wissen darüber, was da dranhängt, ja, und da gibt es hier in Deutschland auch jede Menge Experten, die das genau erklären könnten, würde den Krieg ganz schnell beenden. Weil nämlich die Europäer dann sagen würden, so jetzt ist aber mal Schluss, wir haben ja hier ein ganz anderes Risiko. Also ich habe wirklich den Eindruck, da sind nur Traumtänzer am Werk, die überhaupt nichts mehr peilen. Ganz ehrlich. Tschernobyl ist eigentlich jedem noch in Erinnerung und Fukushima sowieso. Und Japan und Fukushima ist noch lange nicht ausgestanden. Da wird es noch richtig Stress geben mit, weil die sind ja da immer noch am Bergen von Plutonium. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass man da vielleicht noch mehr als Aktivistin oder so darauf hinweist, vielleicht können Sie was dazu sagen. Haben Sie das schon? Also die Atomkraftwerke wurden ja nicht vergessen. Also vor ein paar Wochen war es doch ein großes Gespräch darüber, dass an einem von diesen Kraftwerken ja ein irgendwie technischer Defekt gebe und man ja hat immer wieder befürchtet, dass da zu einer Freilassung von diesen radioaktiven Strahlung kommt, aber es ist nicht gekommen. Es kam auch nicht in deutschen Medien, aber von russischen Fernsehen bringt man dieses Thema immer wieder ins Gespräch. Ja, das ist ja gefährlich, aber momentan läuft ja noch die Frontlinie etwas entfernt von diesen Kraftwerken und vielleicht muss es nicht dann schlechter werden und man muss wirklich etwas dafür tun, dass es nicht zu diesem schlechten oder noch schlechteren kommt. Also für die Ukrainer ist das schon schlecht genug. Und deshalb, also vor ein paar Tagen hat gerade nach dem Außenministertreffen Herr Steinmeier angekündigt, dass es einen Fortschritt ja gebe und man sich wieder zurück zu Minsker Abkommen begibt und eine also Pufferzone zwischen Separatisten und ukrainischer Armee einrichten möchte. Aber warum haben die Minsker Abkommen ja dann nicht funktioniert? Ja, in diesem Punkt insbesondere, weil man um diese Pufferzone eingehalten zu werden, eine robuste Beobachtermission braucht, die diese Pufferzone beobachten wird und dann auch nicht zulässt, dass diese Frontzone sich ausweitet, eventuell auch zu diesen Atomkraftwerken. Also die Lösung muss schnell getroffen werden und man muss ja keine Horrorszenarien entwickeln, sondern eher alles dafür tun, dass sie nicht zustande kommen. So würde ich sagen. Also, es gibt ja auch diese indirekten Einflüsse, ne? Also dass zum Beispiel die Finanzen knapp werden. Wo werden die eingespart? Wahrscheinlich auch in den Atomkraftwerken. Also ich würde jede Wette abschließen und ich habe lange im Kraftwerksbau und so weiter gearbeitet, dass da als erstes gespart wird. Ja, und auch
die indirekten Risiken, wenn Mobilmachung stattfindet, also Leute eingezogen werden zum Militärdienst, wo werden die denn eingezogen? Also da werden auch welche aus diesen Kraftwerken abgezogen. Und ich würde jede Wette abschließen, dass da das Personal jetzt schon knapp ist. Und die Anlagen sind sowieso marode. Eigentlich müsste Europa fordern, die Dinger abzuschalten. Kann man natürlich nicht, weil da wird geheizt mit. In der Ukraine wird ja mit Strom geheizt. Das ist ja der völlige Wahnsinn. Und das muss einfach ein Ende haben. Und das müssen wir ganz deutlich sagen. Und ich glaube, dass dann die Europäer die Sache ganz anders sehen würden und sich nicht mehr so einmischen würden, wie sie es jetzt gerade tun. Also zum Beispiel Waffen hinliefern und dergleichen. Also ich habe ja einige Bauchschmerzen. Also mal vorweg, ich bin kein Putin-Versteher. Also ich verstehe ihn, aber ich bin kein Anhänger der russischen Regierung und der Oligarchen in Russland. Ich bin ein Freund der russischen Bevölkerung, der russischen Kultur und auch, soweit ich sie kenne, der ukrainischen Kultur und auch der europäischen. Und für mich hat der Konflikt ein bisschen früher angefangen. Also ich sehe aus Ihrem Lebenslauf und aus dem, was Sie geschrieben haben, dass Sie dafür sehr viel mehr wissen als ich. Sie haben beispielsweise 2009 geschrieben, die NATO und die Ukraine. Das war dann damals die Diskussion über die NATO-Erweiterung. Das war die NATO-Ukraine-Charta. Im Gegensatz zu dem, was wir damals Gauberschaft versprochen haben, dass die NATO nicht an Russland heranrückt, was wir nachweislich nicht gehalten haben. Also wir, also die NATO, die westliche Welt, die USA, rückt meines Erachtens Russland auf die Pelle, nicht umgekehrt. Sehe ich so. Also ich sehe nicht, dass es umgekehrt passiert. Und was mich jetzt, also mir kam das ein bisschen einseitig vor, weil, wie gesagt, der böse Russe, das hatten wir schon mal. Wir haben uns schon mal die Nase verbrannt. Keine Sympathie mit der russischen Regierung derzeit, auch mit dem russischen Volk. Und wenn ich sehe, wie viel Geld in die Ukraine geflossen ist, welche Interessen momentan vertreten werden, dass sich Monsanto die tollen Böden in der Westukraine gesichert hat, dass sich der Sohn von Biden die Gasvorkommen mit seiner Firma gesichert hat, dann geht es eigentlich mehr um Ressourcen von Oligarchen auf beiden Seiten, also die Westoligarchen, die NATO, das, wo wir für bezahlen und wir nichts von haben, auch die westliche, die Europa hat nichts davon. Wir haben 500 Millionen bezahlt, glaube ich, jetzt kürzlich für Waffen an Regierungsmitglieder, die teilweise selber Waffenproduzenten sind. Das ist, also kurz gesagt, ich sehe eigentlich die Konfliktlinie. Ich möchte weder Russland noch die NATO oder die USA in der Ukraine haben, sondern ich möchte die Ukrainer, dass die ihr eigenes Land haben, dass die ihre Gasvorkommen selber ausnutzen und dass sie nicht einen Sozialabbau leisten dafür, dass sie Krieg führen. Also im Moment zahlen sie drauf. Und also wenn Europa wirklich unabhängig wäre, dann würde sie sagen, das ist vor meiner Haustür, das ist nicht vor Amerikas Haustür. Dann würde sie sagen, keine Waffen mehr in die Ukraine. Die Kernkraftwerke sichern, Wirtschaftsaufbau ohne Ende, die Kornkammer sichern, das ist ja ein enormer Schatz, der in der Ukraine liegt. Das ist ja ein reiches Land. Ich meine, ich glaube, Deutschland ist sogar arm dagegen, wenn man die Bodenschätze betrachtet. Jetzt frage ich mich, warum ein so reiches Land wie die Ukraine so arm ist und ein so armes Land wie Deutschland so reich ist. Also nur mal so. Und ich bin mir sicher, wir haben ein wunderbares Beispiel mit der Marina. Die Ukrainer sind mit Sicherheit genauso schlau wie die Deutschen, genauso fleißig, genauso gebildet, wenn nicht sogar noch mehr teilweise. Das ist ein guter Bildungsstand in der Ukraine. Also es gibt überhaupt keinen Grund. Sie haben Bildung und Rohstoffe. Jetzt frage ich mich, warum kommt ein Land mit Bildung und Rohstoffen, mit so tollen Menschen, was eigentlich eine Mittlerfunktion, eine Brückenfunktion zwischen Russland, das auch ein tolles Land ist, und Europa, warum kommt das nicht zu tragen? Warum ziehen wir uns da nicht zurück und sagen, macht euch selbstständig, wir unterstützen euch? Das wäre meine Vision. Und ich möchte mit Sicherheit keinen Krieg führen für westliche Oligarchen, für Interessen, die mir gar nichts nutzen, meine Steuergelder für hingeben, hier wieder Sozialabbau haben. Wir zahlen damit in Deutschland, Europa auch. Wir sehen das gerade in Griechenland. Gerade wird Italien von Zusammenbruch geschützt, indem wir unsere ganzen Ersparnisse draufgehen werden. Guckt euch die Leute in Spanien ist die Hälfte der jugendlichen Leute seit Jahren arbeitslos. Das sind keine westlichen Werte. Das ist Sozialabbau ohne Ende. Also ich sehe die westlichen Werte auch in Europa massiv und auch in Deutschland. Wir sind nur ein bisschen verzögert.
Das kommt bei uns in Deutschland auch. Hartz IV, es gibt, wie viele Leute sind schon unter Hartz IV, aber es geht noch irgendwie verdeckt, weil so viel Reichtum da ist. Also so mein Resümee. War jetzt ganz viel. Ich habe mich versucht, da zurückzuhalten. Danke. Wir haben ja hier auch sozusagen eine privilegierte Situation. Bei uns darf und soll man diskutieren. Insofern, jeder gestaltet seinen Beitrag selber. Also ja, möchte ich gern. Also die Frage, die Sie angesprochen haben, warum ressourcenreiche Nationen ja dann arm sind und die umgekehrt Ressourcenarmen dann ziemlich Gutes haben. Die wissenschaftliche Antwort ist, es hängt von Institutionen ab. Von den von demokratischen Institutionen einer Gesellschaft, von der Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht einer Regierung der Bevölkerung gegenüber. Also diese Antwort hat Wissenschaft schon längst, diese Antwort haben auch die Ukrainer längst verstanden und deshalb wollten sie ja auch, dass in ihrem Lande nicht diese autokratische Monopolherrschaft von Janukowitsch etabliert wird, sondern dass sie sich durch diese Assoziierungsabkommen wieder auf dem Weg hin zu Reformen, zu dieser Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Transparenz bewegen. Also es ging Ukraine zu diesem Zeitpunkt keineswegs um Außenpolitik, sondern um diese inneren Reformen. Es ist sehr erfreulich, dass Sie wohlwollend gegenüber Ukraine eingestellt sind und auch Unabhängigkeit wollen. Dann, zweiter Schritt ist, dass man auch die Wille der Bevölkerung in der Ukraine respektiert und die wollen keine Zwischenpuffer bleiben. Sie wollen sich mit der EU integrieren und das kam nie wirklich imstande, dass in der ukrainischen Bevölkerung eine Mehrheit für den NATO-Beitritt gegeben hat. Aber jetzt, heute, nach diesen kriegerischen Auseinandersetzungen und Aggressionsrussland, ja, wir haben jetzt die Mehrheit in der Bevölkerung, die sich dafür ausspricht, NATO beizutreten. Aber es gibt, man soll die Bevölkerungsmeinung in der Ukraine, wenn das ein unabhängiger und souveräner Staat ist, respektieren. Ja? Aber die NATO und diese Beitrittsgespräche, die sind überhaupt nicht auf Tagesordnung. Also es gibt jetzt diese kriegerischen Auseinandersetzungen, aber tatsächlich hat die Ukraine bei dem Bukarester Summit eine Abfuhr bekommen, als sie einen NATO-Beitritt der Ukraine und auch dann Gewährleistung eines Membership Action Plan für die Ukraine an Tagesordnung gebracht hat. Es war eine Nein, auch von Deutschland, Druck von Russland aus. Also es gibt gar nichts, diese NATO in der Ukraine. Und warum die, es ist auch nicht auf Tagesordnung gekommen, als es um diese Auseinandersetzungen mit Separatisten ging. Nun aber, warum da sozusagen eine Hilfe von den USA gibt. Ich möchte Sie erinnern, dass die Ukraine ja ein Budapester Memorandum unterschrieben hat. Und nach diesem Memorandum ist Russland, aber auch die USA und andere westliche Länder Garanten des staatlichen Integrität und Souveränität der Ukraine gewesen. Also ist das eigentlich Pflicht, der USA auf der Seite der Ukraine zu stehen und dass sie jetzt nur mit technischer Waffenausrüstung helfen, das Wenigste eigentlich, was sie tun können. Und die Atomkraft und diese Nukleargefahr im Auge halten, müssen auch bedenken, welche Auswirkungen diese Budapester Memorandum hat, nämlich, dass das jetzt gebrochen ist, weil diese Sicherheits,
Zusicherungen und Garantien knüpfen darauf, dass die Ukraine ihre Atomwaffenarsenal abgegeben hat. Und jetzt sieht es so aus, dass sie das umsonst gemacht hat, weil hätte sie diese Atomwaffen gehabt, hätte man ja mit Wahrscheinlichkeit nicht so einfach dieses Land eingegriffen. Also welches Schluss... Nein, da komme ich noch dazu kurz. Und die Schlussfolgerung ist, dass diese Nichtverbreitungspolitik jetzt ja eigentlich zunichte gemacht wurde. Und die wird so lange zunichte, bis diese Budapester Memorandum dann nicht wieder irgendwie in Kraft gesetzt wird und die Integrität und Sicherheit gewährleistet wird. Und das ist noch mehr, noch größere Gefahr als Atomkraftwerke in der Ukraine. So, zuerst guten Tag für alle. Ich bin Ludmila Mlosch, Vorsitzende vom Zentralverband der Ukraine in Deutschland. Unser Verband ist 2007 gegründet und am 7. Januar haben wir 8 Jahre fast gefeiert, aber nicht gefeiert, weil in unserem Land ist Krieg kein Grund zu feiern. Also das zu bekannt zu geben. Wir kümmern uns über unsere Bürger, welche in aus der Ukraine gekommen sind und unser Land auch in Deutschland zu präsentieren. Und wir werden uns freuen, weil Sie uns ein bisschen unterstützen und in diesem Sinne. Zu diesem Thema, wie heute wir haben, das freue ich mich und danke für Herr Tim über dieses Thema zu weiterzuführen, Ukraine-Krise zu verbreiten. Und dieses Thema heutige jetzt, ich wollte von anderer Stufe oder Frage anfangen, aber die Thema mit NATO-Thema, da ist, wir haben unsere Atom abgegeben und wie gesagt, das 1994 unser Schutz abgebrochen und das ist wie, Entschuldigung, kleines Beispiel, wie ein Huhn mit Küken und die schützt und wir haben keine Schutz und wir bitten, also jetzt Amerika ist zu weit und hilft nichts und Europa ist auch unser Nachbar und Ukraine ist Europa und Zentrum Europa liegt in Ukraine und uns akzeptiert keine, Entschuldigung muss ich sagen, als wir Europäer sind, aber ja, das ist, wir sind Russen. Ja, das wird von Deutschen, wenn in Gesellschaft mit meinem Beispiel, ich rede mit jemandem Deutscher, woher kommst du? Aus der Ukraine. Ah, du bist Russe. Ich muss 5 Minuten der deutsche Bürger überzeugen, wenn die fragen, welcher Unterschied? Sie haben gleiche Sprache. Sie haben gleiche Kultur. Und das ist natürlich für mich wie im Herz gestochen, weil trotzdem, ich sage, Holländer sind auch Deutschsprachige. Sind die Holländer? Nee. Und warum? Und deshalb. Und seitdem 1919, das ist, war erste Einheit West- und Ostukraine zusammen sich geführt. Das damals war Galizien und österreichische Reiche, wissen Sie das von Geschichte? Da muss auch dahin greifen. Und das bis 1939, Stalin hat auch uns zusammen geführt. Also die baltischen Staaten, die sind auch seit 1939, aber Ukraine 1919, das ist 20 Jahre noch mehr, unter Imperium gelebt hat. Und dieses Nation Ukraine wird ein bisschen zur Seite geschoben. Die pro-sowjetische Regierung hat immer sowjetische Nationen, also wir waren 15 Republiken, aber das war alle Russen. Für ganze Welt und besonders nach Zweiter Weltkrieg. Keiner hat gesagt, dass ich Kasache ist, das sowieso Russe. Wann von Aussehen, Entschuldigung, ein bisschen anderes wie Asiaten. So. Und das ist diese Geschichte wieder mit Hungernot,
möchte ich das auch begründen. Diese russische Bevölkerung, also Hungernot in Ukraine für 8 Monate von November 1932 bis März 1933, wird bis 10 Millionen Ukraine im Hungernot gestorben. Also von Erwachsenen bis zum Kinder. Im meistmal das zu Tragödie und das Welt hat nicht anerkannt. Also nur 23 Länder, die haben zugesagt, wann diese Vernichtung von ukrainischer Bevölkerung in Donetsk-Gebiet und Lugansk-Gebiet, wo große Wirtschaftsgebiet waren, und die haben dieses mit Hungernot vernichtet. Und von Russland, die haben Gefängnisse freigemacht, also Stalin mit Sowjetregime, die Bevölkerung von russischen Regionen mit Züge nach Ukraine versetzt, und die praktisch waren Beispiel auch wieder zur Geschichte. Die Deutschen sind in Wolga-Gebiete gelebt, ja, und jetzt deutsche Stadt, also Deutschland hat diese Leute nach Deutschland geholt, waren, ja, und das, die waren in Wolga, aber die sind Deutsche, und Deutsche akzeptieren das. Das sind die Deutsche, russische Deutsche, ja, und frage ich mich, wann von russischer Seite Russen in Donetsk und Lugansk Gebiete lange Jahre gelebt haben. Wer sind die? Ukraine oder Russen? Ja. Ja, das ist genau ein Beispiel. Und das ist jetzt Malorossia, oder diese Malorossia, das wollen die ihre Wünsche erfüllen, aber das war noch nie in Geschichte, vielleicht habe ich schlecht gelernt, Entschuldigung, das war noch nie Donetsk-Republik oder Lugansk-Republik, ich habe nie gelernt, wie die jetzt verlangen. Und noch zweites, Krim geschenkt, die sagen Russen, uns Krim wurde von Chruschtschow Ukraine geschenkt. Aber das war Akt, staatlicher Akt, wo die Territorium zum besser nahe zu kommen, Voronezh-Gebiet und Krasnodar, wo überwiegend zur Ukraine gehört haben, und die wird für russisches Territorium gegeben und Krim zur Ukraine zusammengeführt. Und das möchte ich nur sagen, ja, natürlich, und Atom dazu will ich nicht wiederholen, das ist in Mariupol, liegt 240 Kilometer von Saporizhia-Gebiet, wo große Atomkraft ist. Und wenn da zufällig, bitte? Ja, Frage an Referentin, ob, ja, natürlich über dieses Thema zu Hungernot, ob Sie das zusammen, irgendwo zusammen diesen Konflikt erklären kann. Eine Aussage von Ihnen kann ich einfach nicht im Raum stehen lassen, Frau Mlosch. Wir interessieren uns sehr stark für die Ukraine. Und uns ist das Leben, was dort zurzeit kaum noch möglich ist, nicht egal. Aber das Problem ist ja deshalb so diffizil, weil es, da würde ich Ihnen widersprechen wollen, sich ausweitet zu einem geopolitischen Konflikt. Und ich gehe noch mal ganz weit in die Geschichte zurück. Es gibt ja immer im Grunde genommen Schlüsselsituationen, aus denen man lernen könnte. Aber dieses Lernen ist, obwohl es aus meiner Sicht einfach ist, fällt es vielen zu schwer, weil sie Machtinteressen verfolgen. Erinnern wir uns an das Aufstellen von Atomwaffen in Kuba. Gott sei Dank hatten wir zu dem Zeitpunkt einen friedensliebenden Präsidenten, John F. Kennedy. Der hat sozusagen die Chose so geregelt, dass es eben nicht zu einem Atomkrieg kam, der durchaus möglich gewesen wäre.
Das war noch dramatischer, die Situation, als jetzt in der Ukraine. Wir erinnern uns eben an die deutsche Ostpolitik, die ja deshalb sozusagen so einen hohen Stellenwert hat, weil ein deutscher Politiker oder zwei Deutsche, Egon Bahr und Willy Brandt, es verstanden haben, nicht aufzurechnen mit der Vergangenheit, sondern zu sagen, wir machen einen Cut, wir fangen neu an. Und unser Problem jetzt, ich möchte Sie ja gerne unterstützen, ist, dass Sie natürlich eine andere Geschwindigkeit erwarten und auch brauchen und wir diese Ihnen so nicht geben können, weil wir die Lage eben so einschätzen, dass sie zum Krieg führt. Deshalb, und da bleibe ich dabei, die Amerikaner, die NATO, Russland zur Regionalmacht erklären und vorher allerdings ja auch die Maßnahmen getroffen haben, dass sich diese Regionalmacht eigentlich gar nicht wehren kann. Man rückt sozusagen dem Russen und nicht dem Herrn Putin, dem Russen auf den Leib und sagt, wir igeln euch ein, sodass ihr euch gar nicht mehr wehren könnt. Und wenn wir jetzt nicht gegenseitig Fantasien entwickeln, wie wir aus dieser Falle rauskommen, dann kommen wir nicht weiter. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir nicht mitleiden, nicht mitfühlen, überhaupt nicht. Sondern das hat dann was mit einer strategischen Diskussion zu tun, die leider, wenn es sich so zuspitzt, wie es sich zugespitzt hat, viel Blut fließt dann sozusagen in die Meere. Und das wäre ja fatal. Also ich würde sagen, dass wir uns nicht so grundsätzlich widersprechen, weil dass die Auswirkung dieser Ukraine-Krise ja geopolitische Folgen haben kann, das streite ich überhaupt nicht ab, das stimme ich Ihnen zu, aber die Ursachen dieses Konfliktes liegen im inneren Entwicklungen dieser Länder. Aber wenn Sie schon über Geopolitik sprechen, dann würde ich Ihnen sagen, dass auch die Lösungen diese Situation nicht nur geopolitischen Lösungen sind, aber man muss dann auf diese innere Ursachen Auge halten, als man diese Lösungen ausarbeitet. Und was die, also ich würde sagen, doch Legende in einigen Punkten von Ostpolitik und diese Entspannungspolitik angeht, dann muss es die erinnern, dass für Deutschland hat diese Ostpolitik ja vieles gebracht, aber die hat nicht dazu beigetragen, dass der Kalte Krieg ja zu Ende gegangen ist. Das waren gerade innere Entwicklungen in der Sowjetunion, nämlich die Perestroika und Glasnost-Reformen von Gorbatschow, die dazu geführt haben, dass auch in Außenpolitik man eine neue Entwicklung von der Sowjetunion-Seite eingeschlagen hat. Die Ostpolitik war gut, damit man sich ja mit der Situation in Deutschland abfindet und dann mit Nachbarstaaten eine Beziehung entwickelt. Aber die hat nicht zu Ende diese geopolitischen Zweikämpfe-Krieg beigetragen. Und dann noch vielleicht eine Anmerkung jetzt zu geschichtlichen Entwicklungen. Ja, die Ukraine hat eine tragische Geschichte, was hier auch oft vergessen wird und man in Deutschland so ein Schuldgefühl Russen gegenüber hat, angesichts der Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Es wird aber vergessen, dass das nicht nur Russen, aber auch Ukrainer und Weißrussen hauptsächlich waren, die in diesem Krieg auch mitgekämpft haben. Und die Ukraine überhaupt von Historikern, die sich mit Zweiten Weltkrieg beschäftigen, als ein Blutland bezeichnet wird, weil gerade Hauptereignisse dieses Krieges auf Territorium dieses Staates stattgefunden haben und nicht nur Soldaten und Militär da mit Leid getragen haben, sondern auch die zivile Bevölkerung. Wenn wir über Krim zum Beispiel sprechen, dann hat nach dem Zweiten Weltkrieg da nur 10% von der Bevölkerung, die da
vor dem Krieg gelebt hat, überhaupt geblieben. Alle anderen wurden einfach in diesen militärischen Auseinandersetzungen umgebracht oder sind geflogen. Und zu Ukraine selber und deren geschichtlichen Gedächtnis. Tatsächlich aber hat man in der Ukraine, muss man sagen, mit der Geschichtenverarbeitung und wir hatten auch schwarze Seiten in der Geschichte, muss man sagen, sich nicht so viel beschäftigt und Geschichtspolitik war nicht besonders ein Schwerpunkt der Regierungen, vielleicht nur während der Präsidentschaft Zeiten von Janukowitsch, von Juschenko nach der Orangenrevolution hat man sich da mehr mit dieser Thematik beschäftigt, aber grundsätzlich wurde sie immer wieder vernachlässigt. Und auch bei diesen Protesten ging es eher nicht um diese ethnischen, historischen Gegebenheiten in unterschiedlichen Regionen des Landes, sondern die Ukrainer haben sich vereint in dem, was sie heute haben, nämlich ein Staat, ein Zivilstaat. Und das war eine Geburtsstunde von politischer, zivilen Nation in der Ukraine. Und die sind nicht so, vielleicht kann falscher Eindruck entstehen, kriegswillig. Die jetzige ukrainische Regierung hat immer wieder versucht, mit den Separatisten zu verhandeln. Man hat immer wieder Waffenstillstand hier angeboten, selbst einseitig, dann auch Minsker Abkommen. Von der ukrainischen Seite hat man zuerst versucht, das auch einzuhalten. Es wurden auch diese Gesetze über spezielle Status für diese Gebiete verabschiedet, die im Prinzip auf alles, was die gefördert haben, eingegangen sind. Aber Krieg dauert weiter, die kriegische Auseinandersetzungen dauern weiter. Also noch ein Argument dafür, dass wir hatten doch Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und Kriegsthema, Konfliktthema war auch immer dabei. Und wer hat die Mehrheit dann gewonnen bei diesen Wahlen? Gerade die Parteien und die Kräfte, die eine mäßigte Konfliktlösung, also eine friedliche Konfliktlösung unterstützt haben und propagiert haben in deren Programmen. Also es haben gar nichts Radikale bei diesen Wahlen Unterstützung in der Bevölkerung bekommen. Und aber was passiert jetzt? Also nach diesen mehrfachen friedlichen Versuchen wird immer wieder gekämpft und diese Kämpfe werden aber dafür auch als Begründung genutzt und zum Teil ist das auch so tatsächlich, dass man die Reformen, für die die Menschen auf diesen Maidans protestiert haben, nicht durchführen kann und das Land weiterhin in diesen Krisenzustand runterrutscht und rutscht und dann Wirtschaftskrise kommt noch dazu mit humanitärer Katastrophe. Also die Menschen wollen endlich ein Ende dieses Konflikts haben und die letzte Umfrage zeigt, dass über 80% der Ukrainer sagen, dieser Krieg muss als erstes von der Regierung irgendwie schnell gelöst werden. Und einige davon sehen mehr keine andere Weg jetzt, dass man zum Teil eine Militäroffensive versucht. Ja, ja, also es gibt noch eine Wortmeldung, dann machen wir leider Schluss. Wir haben den Raum nur für eine bestimmte Zeit gemietet. Das habe ich nicht gesehen. Dann muss ich, ja, pardon, dann mache ich jetzt eine Ausnahme. Wir haben eine, bitte, Sie hätten, wir haben den Raum nur für eine bestimmte Zeit gemietet. Da hätten Sie sich mal wirklich etwas früher melden müssen. Herkommen auf den Stuhl, mir war völlig klar, wir beide haben ein kleines Vorgespräch gehabt und wir hätten tagelang reden können, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Und leider können wir nur einen Ausschnitt heute darstellen und ich kann Ihnen aber versprechen, entweder ist es so, dass die Ukraine-Krise sich, das ist ein Traum, in Kürze löst, dann brauchen wir keine weitere Diskussion, friedlich löst, oder aber es wird so sein, wie viele es annehmen, es wird eine ganz lange Geschichte und hoffentlich nicht die Wiederholung des Nahostkonflikts, diesmal in der Ukraine, ein ewiger Krieg. Wenn es so sein sollte, wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, im Mai, spätestens im Mai, eine weitere Ukraine-Diskussion machen. Ja? Also Entschuldigung, dass das jetzt so gelaufen ist. Ja, hallo, also Franziska Jentsch mein Name und
Ich wollte mich bedanken und ich fühle mich selber sehr ertappt, weil seit Snowden und Putin diese Legitimationsstrategie fährt, seit Snowden da eben Asyl hat und Putin seine Legitimation versucht dadurch auszubauen, ist man als Linker auch oft geneigt, da irgendwie Amerika zu verurteilen und keine Ahnung. Also es ist wieder so ein kalter Krieg, der aufgelebt wird in den Medien. Und ich habe zwei Fragen, und zwar, mir hat eine Russin erzählt, dass in den russischen Medien kam, dass die auf der Krim, wenn sie zu Russland wieder gehören, mehr Rente bekommen. Ist das Propaganda oder ist da was dran? Das wollte ich wissen. Und ob Sie ganz kurz die Rolle des IWF beleuchten könnten, weil das halt auch immer, ja, das war's schon. Also ganz kurz, die Rente höher, ja, aber die Preise stehen. Also das hat sich dann so gesehen nicht gelohnt. Und IMF, das ist zum Teil eine große Kreditgeber jetzt für die ukrainische Regierung, um die Außenkredite zu tilgen. Und diese Tranchen, also Kredittranchen, sind aber mit bestimmten Reformanforderungen verbunden, was zu einem gut ist, weil dann die Reformen durchgesetzt werden, die schon längst fällig waren, aber zu anderem sind IMF-Programme ja kritisch zu bewerten, weil sie zu sozialen Spannungen beitragen, die fallen auch zum auf Tasche normalen Bürger, die zum Beispiel die Energiepreise sind jetzt mehrfach gestiegen. Also muss man da vielleicht auch in diesen Kriegszuständen diese Programme etwas anpassen, damit zu keinem sozialen Ausbruch kommt. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Kaiser. Ich bin Geograf, Balkanologe und Vorstandsmitglied der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft. Ich möchte Frau Melnikowska also außerordentlich danken für ihre faire, sachliche und sehr strukturierte Darstellung dieses Problems. Das ist also, sucht in Berlin wirklich seinesgleichen. Wir hatten in den letzten Tagen ja schon zwei Sachen, einmal in der Gesellschaft für Erdkunde und einmal in der Urania schon sehr vernünftige und strukturierte Vorträge zu dem Thema. Ich habe die Frage einmal, von wie vielen Staaten ist überhaupt die Annexion der Krim anerkannt worden? Und also eine ganz kurze Frage. Und die nächste Frage wäre dann, welche Wirkung haben die Sanktionen überhaupt? Gibt es da Forschung die Sanktionen gegen Russland? Ich habe den bösen Verdacht, dass die vom Westen gar nicht ernst genommen werden und speziell von der deutschen Wirtschaft immer wieder hartnäckig und hinterhältig unterlaufen werden. Das sind meine Fragen dazu. Ach ja, vielleicht fragen Sie gleich und dann ist die sozusagen Abschlussrede von Frau Melnikowska. Also Schmidt mein Name, ich komme aus Wien, bin also geborener Österreicher und praktischer Arzt war ich und habe folgende Fragen. Ich glaube, wenn ich die Ukraine sehe, militärische Lösung, jetzt im Moment strebt man die militärische Lösung an und die, wohin soll die führen? Gibt es da ein Ende? Politische Lösung, da muss man verhandeln. Wie kann die Verhandlung stattfinden, dass sie zu einem Ergebnis führt? Meiner Meinung nach bliebe nur für die Ukraine, das ist jetzt gut gemeint, die Neutralität. Wie in Österreich der Staatsvertrag geschaffen wurde, 1953 glaube ich, dann haben sich Russland und der Westen geeinigt. Das müsste auch in der Ukraine, ohne Russland geht das nicht. Und also Neutralität wäre, wenn man keine militärische Lösung will. Und da frage ich mich dann heute, die Minsker Verträge, also da hört man nie, was da eigentlich verhandelt wird. Und die der Ostukraine, die wollten also die Autonomie haben, die werden sie nicht kriegen. Soweit ich weiß von Putin, sagt er, legt keinen Wert, dass es zu Russland kommt. Daher bliebe die Lösung, die föderative Lösung, wie wir es in Deutschland haben, die Bundesländer. Und die Frage, da glaube ich, sind große Schwierigkeiten, dass man das von der Ukraine nicht zugestehen will. Diese Struktur der Landesregierungen, dass man da eine Landesregierung ermöglicht. Und da wäre meine Frage, warum geht das nicht? Gut, zur Anerkennung der Annexion, das haben zum Teil ja quasi Staaten gemacht, also Südossetien und diese
Abchasien, die ja nicht wirklich auch selber anerkannte Staaten sind. Und sonst hat man das nicht direkt mit Anerkennung gehabt, aber es gab eine Abstimmung bei Generalassemblee von UNO, wo es eine Resolution zur Krim-Frage gegeben hat. Die wurde unterstützt von der Mehrheit der Staaten, aber da kann man ablesen, welche Staaten dann dafür oder dagegen. Oder muss man sagen, dass die Mehrheit der Staaten auf postsowjetischen Raum sich dann enthalten haben aus dieser Frage? Zum Beispiel die Verbündete aus der Eurasischen Union mit Russland, Belarus und Kasachstan wollten dann aus dieser Frage sich fernhalten und haben dann sich enthalten. Und zu diesen Diskussionen in Deutschland, dass es immer wieder erschreckend, dass man diese Äquidistanz zum Täter und Opfer fördert und auch zwei Konfliktseiten zur Mäßigung aufruft, wobei es sich hier um ein Land handelt, das sein Territorium und Souveränität einfach verteidigen möchte. Föderalisierung, das ist keine einfache Lösung, weil historisch gesehen gab es föderale Staaten nur da, wo es vorher kleine Staaten und Regionen gegeben hat. Aber so eine Grundlage für Föderalisierung gibt es in der Ukraine ja nicht. Ja, aber also die Ukraine ist zentralistische Stadt schon immer gewesen, also es gibt keine Grundlage für diese Föderalisierung. Man hat dann Separatisten, aber diese Autonomie schon angeboten. Sie haben im September einen speziellen Status durch ein Gesetz, das vom Parlament verabschiedet wurde, bekommen. Ihnen wurde zugesprochen, eigene Verwaltung, Volksräte und auch viele Rechte in dem wirtschaftlichen Bereich. Aber worum es geht, da sage ich Ihnen gleich. Es geht darum, dass dieses autonome Gebiet die Rechte auf eigene Außenpolitik oder Vetorecht in der Außenpolitik der Ukraine haben sollte und somit jegliche Annäherung an die EU oder auch an der NATO blocken kann. Und das kann die ukrainische Regierung einfach nicht erlauben, weil das keine Zustimmung in der ukrainischen Bevölkerung findet. Das würde auch nicht in Russland gehen. Ja? Danke. Ja, also schön, dass Sie sich auch noch äußern konnten und ich nur gehört habe, Sie kommen aus Wien. Das wäre ja ein Drama gewesen, wenn Sie hier nicht in Berlin hätten reden dürfen. Also vielen, vielen Dank, Frau Melnikowska. Ich denke mal oder ich hoffe, dass die Diskussion bei Ihnen so in Erinnerung bleibt, dass wir uns hier alle bemühen, auch wenn wir von unterschiedlichen Ansatzpunkten auf das Thema blicken und deshalb auch unterschiedliche Lösungsvorstellungen haben. Für uns ist es ja im Moment noch sehr einfach. Wir können theoretisch darüber diskutieren. Sie und die anderen Menschen, die heute auch aus der Ukraine hier sind, können das nicht so ohne Emotionen tun, wie wir das tun können. Deshalb ist es aber trotzdem richtig, dass wir miteinander reden, weil nur so, denke ich mal, durch diesen Dialog politische Fantasien entwickelt werden können, die in solchen Notsituationen bitter notwendig sind. Also nochmal tausend Dank. Der Beifall sollte riesen.